Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Franchise-Portal. Heute digital bin ich unterwegs mit Brian Samali. Und Brian Samali ist Franchise-Nehmer bei Backwerk und war 2018, vor jetzt ungefähr 2 Jahren, ein Besucher der Franchise Expo, der Messe, wo sich Franchise-Systeme ausstellen, präsentieren, um Menschen über eine Gründung im Franchising zu informieren. Dort war er als Besucher und ein Jahr später war er dort als Teil einer Ausstellermannschaft von Backwerk. Und lieber Brian, herzlich willkommen und danke, dass du hier uns ein bisschen von deinem Erlebnis der letzten 2 bis 3 Jahre erzählen möchtest. Hallo Stefan, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, ich habe es gerade schon erwähnt, du bist Besucher gewesen. Du warst einfach jemand, der vorher unterwegs war in einem normalen, ich vermute mal angestellten Verhältnis und der sich gedacht hat, ich möchte mein Leben verändern, bist zur Expo gegangen, hast in deinem Fall Backwerk gefunden, aber auch viele, viele andere Franchise-Systeme dir wahrscheinlich angeschaut und bist heute Unternehmer. Und ja, zunächst mal möchte ich gern von dir wissen, wenn du heute an diesen Tag bei der Expo zurückschaust oder einen Tag vorher, würdest du diesen Schritt wieder gehen? Also erstmal richtig, ja, das ist genauso. Ich war Angestellte und dann war für mich auch die Möglichkeit, das war die, glaube ich, Franchise Expo 2018, das zu entdecken eigentlich, was wirklich Franchising heißt. Für mich die große, große Überraschung war, dass Franchising ist überhaupt nicht mit einer genaue Branche verbunden. Jedes Konzept kann als Franchise angeboten werden und auf den Markt kommen. Und da natürlich war ich auf den Stand von Backwerk. Lass uns mal auf die Zeit vor deinem Messebesuch schauen. In was für einer Situation warst du? Du warst angestellt und warum wolltest du dein Leben verändern? Ja, ich war eingestellt und ich war auch allgemein, sage ich mal, zufrieden und erfolgreich. Ja, die Situation war sozusagen in Ordnung. Aber trotzdem hat mir etwas gefehlt. Also ich wollte ein bisschen mehr, sage ich mal. Mehr wovon? Was hat dir gefehlt? Herausforderung, sage ich mal, ein bisschen langweilig. Und ich wollte gerne auch etwas selbst machen, etwas aufbauen und nicht unbedingt, sage ich mal, jemand anderes sein Ziel so folgen, aber meine eigene Ziel zu haben oder meine eigene Firma zu führen. Und wenn du heute drauf schaust? Ist es weniger langweilig? Ist es herausfordernder? Ja, auf jeden Fall. Ja, selbstständig zu sein und eine Franchise zu betreiben, ist auf jeden Fall nicht langweilig. Gibt es immer was Neues, steht man jeden Tag auf und hat seinen Plan. Aber öfter kommt auch was dazwischen. Kleine Überraschung hier und da. Muss man sich kümmern. Aber wenn man gut organisiert ist, was auch sehr wichtig ist, wenn man selbstständig ist, dann läuft. Welchen Eindruck hattest du vom Franchise vielleicht vorher und wie hat sich dein Eindruck verändert? Also die Franchise Expo 2018 war schon, sage ich mal, für mich sehr, sehr interessant. Für mich, das war besonders interessant, gibt es eigentlich keine Grenze. Ja, natürlich Gastronomieketten, das haben wir erwähnt, aber dann gibt es Steuerberaterkonzept, Blumenladen, Friseursalon, Fitnessstudio, Schokoladenladen und sowas und dann gibt es weiter und weiter. Gibt es eigentlich keine Grenze. Für mich war auch persönlich wichtig, das war eine große Änderung in meinem Leben, in meinem Privatleben. Ich habe auch eine Familie, ich wollte mich auf einen sehr, sehr sicheren Weg gehen, sage ich mal. Und nicht, also Proof of Concept, ja, ich musste das quasi, das Beweis haben, das wird funktionieren. Und ich habe mich auch mit verschiedenen Konzepten damals beschäftigt und auch zu diesen Info-Nachmittags gegangen und mit vielen verschiedenen Kontakten gehabt. Und für mich war Backwerk die richtige Wahl, weil, wie gesagt, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass kann
fast nichts schieflaufen, sage ich mal so. Okay. Wann fiel die Entscheidung? War das schon auf der Expo, dass du wusstest, oh, ich möchte Richtung Backwerk gehen? Oder hattest du da schon oder noch so 2, 3, 4 Kandidaten, wo du geliebäugelt hast mit? Und die Entscheidung viel später? Wie war das also bei dir? Für mich war die Entscheidung relativ schnell, getroffen, ja. Das war schon Love at First Sight. Ich habe das Konzept gesehen. Da waren ein paar Produkte, könnte man testen. Ich habe damals mit der Leitung von der Backwerkakademie, er war da dort anwesend, gesprochen. Das kann mich noch dran erinnern. Und er hat mich einfach eingeladen. Er hat gesagt, wir haben diesen Nachmittag, wo Sie können zu uns kommen und dann wir können das mehr im Detail besprechen. Das heißt quasi, der nächste Step war schon klar, okay, gibt es einen Termin, kann man da hingehen und sich mit dem Konzept mehr im Detail beschäftigen. Was macht Franchise für dich aus? Zum Beispiel die Produkte. Da ich muss nicht mich damit beschäftigen, was möchte ich verkaufen. Das ist schon alles vorgegeben. Warum ist das vorgegeben? Weil die Zentrale hat das getestet, verschiedene Standorte, verschiedene Regionen. Die Zentrale kann für alle Filialen natürlich einen besseren Einkaufspreis verhandeln, als ich könnte als, sage ich mal, alleinstehende Selbstständige natürlich machen. Wir reden über ganz große Mengen. Die Rezeptur bekomme ich. Ich muss das nur umsetzen. Und das für mich ist eine riesige Erleichterung. Manche wollen das nicht. Manche wollen selbstständig sein, eigene kleine Geschäft haben. Das ist auch okay. Aber ich persönlich finde das ein bisschen gefährlich, weil du musst alle Entscheidungen ganz alleine treffen. Wodurch ein Franchise-System, du hast quasi ein Konzept. Diese Konzepte getestet, war erfolgreich und dann bekommst du diese Know-how und musst das nur umsetzen. Also eine Erleichterung und eine Risikoreduktion für dich. Ja, und auch viele, viele Sachen, dass ich theoretisch falsch machen könnte, das haben dann andere schon vor mir gemacht und weiß man schon, wie man mit die, wenn ich ein Problem habe, egal von welcher Art, ich muss nur meine Operations Field Manager anrufen, OFC bei uns. Und gut, dann habe ich die Lösung. Ja. Ja, und diese okay. Unterstützung, sage ich mal, ist sehr, sehr wichtig. Das haben wir sehr stark durch die Corona-Zeiten erlebt. Das glaube ich, ja. Ja, wir hatten komplette Unterstützung von den Franchise-Geber. Wir wussten noch nicht, was die neuen Regeln sind. Das haben wir alles schon bekommen. Posters aufzuhängen. Desinfektionsmittel und Plexiglasscheibe schon geschickt. Das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Ja? Wir haben ihn genau in die Zeit, wo viele haben sich ganz alleine gefühlt und unsicher. Wir hatten die Unterstützung für eine, sage ich mal, ganz starke Marke und Firma. Das hat uns durch diese Zeit gebracht. Franchise-Nehmer zu sein und selbstständig zu sein, ist auf jeden Fall nicht für jeden. Aber ich persönlich finde, dass ich könnte jetzt auf gar keinen Fall zurückgehen. Also jetzt nochmal irgendwo eingestellt zu sein und der ganze Kram noch wieder zu erleben, war alles okay. Aber wenn man jetzt was erlebt hat, diese Freiheit zu haben mit Zeit, gibt es auch finanzielle Freiheit. Hättest du einen Rat für den? Hast du einen Tipp für die, die jetzt auf die Franchise Expo gehen, in diesem Fall digital drüber schlendern und drüber nachdenken, ihr Leben zu verändern? Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall für mich, das war ein entscheidender Moment in meinem Leben, dass dieses Jahr, dass man digital besuchen kann, finde ich es noch leichter, als das vielleicht, wenn man das halt vorher muss man zum Expo kommen und dann, das ist super, kann man ganz angenehm das besuchen und wer weiß, wenn man die richtige Konzept findet, vielleicht eine ganz neue Idee, wo ich halt gar nichts dran gedacht, dass ich wäre irgendwann das machen, aber wenn das richtige Idee und die richtige Franchise gäbe, die Möglichkeit sich präsentiert, finde ich doch super. Auf jeden Fall machen. Lieber Brian, vielen herzlichen Dank für die Einblicke und dir toi, toi, toi. Ich bedanke mich.
für die nächsten Monate auf dem Weg zum dritten, vielleicht auch vierten oder fünften Standort. Wer weiß, wo deine Reise hingeht. Wir wünschen dir alle auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und Freude vor allem auch daran. Danke. Danke, ciao. Bis dann. Tschüss.